Die Initiative ist tot. Lang lebe die Initiative. Please, Wizard. Der Adventurer hat nichts falsch gemacht. Einfach anbannen. Kein Problem. So, Leute. Da sind wir beim nächsten Video. Und zwar Monowhite Initiative. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass seit dem Bann von White Plummet Adventurer ich so ein bisschen hilflos am Hin und Her spielen bin. Bis dahin habe ich auch ziemlich safe dieses Deck gespielt und danach spiele ich gefühlt alle zwei Wochen was Neues, was für euch natürlich positiv ist, weil ihr ganz viel neuen Content kriegt. Für mich sehr negativ, weil ich halt echt nicht weiterkomme mit meinem Spielstil. Und deswegen werde ich hier das jetzt ausprobieren. Es ist auch Mono White. Ich liebe Mono White. Es ist ein bisschen Initiative, aber so viel mehr. Deswegen gehen wir mal rein und gucken uns das mal an. Wir haben erstmal Ebenen. Drei Ebenen. Die kann man tappen. Weißes Mana. Genauso könnt ihr Karakas tappen. Für zwei weiße Mana. Für ein weißes Mana. Und zwar könnt ihr dann auch gleichzeitig tappen, um eine legendäre Karte zurück auf die Hand zu nehmen. Und es ist ein legendäres Land. Sehr, sehr starke Karte. Karakas, sehr gute, wenn man weißes Mana braucht. Dazu auch mittlerweile so ein Standard geworden. Ein Iganjo, Seed of the Empire. Kann man tappen für ein weißes oder eben als Legendary Land halt spielen und damit tappen. Oder eben für drei Mana aus der Hand abwerfen, um vier Schaden an angreifen oder blockende Kreatur zu machen. Kostet ein Mana weniger für jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Sehr gut. Dann vier Wastelands. Tappen für ein farbloses oder tappen opfern. Zerstören Land, das non-basic ist. Ach, kaputt. Dann vier Carven of Souls. Denn blau ist doof. Wir können, wenn sie ins Spiel verkommt, eine Kreaturentyp ansagen. Wir sagen zu 95% der Zeit Human an. Wir könnten das Deck auch Monowhite Humans nennen. Oder Human Stompy oder irgendwas in die Richtung. Aber es ist Initiative. Dementsprechend, ja, wir sagen zu 95% der Zeit Humans damit an. Dazu haben wir dann noch ein weiteres Land, und zwar Ancient Tomb. Tappen für zwei Mana, wir verlieren zwei Leben, weil wir diesen Stompy-Ansatz brauchen. Und ja, dementsprechend haben wir da sehr viele Möglichkeiten, an Mana zu kommen. Das ist so eine Standard-Mana-Liste, die sind sehr wenige Länder. Denn wir haben noch andere Mana-Quellen. Dazu kommen eben unter anderem vier Chromox. Chromox ist eine sehr lustige Karte. Wenn sie das Spiel verkommt, exilieren wir eine Nicht-Artefakt-Karte aus der Hand und imprinten die sozusagen da rein. Und dann tappt das für Mana dieser Farbe. Das machen wir halt mit weißen Karten bei uns im Deck. Und da können wir zum Beispiel, ist auch was, was super beliebt geworden ist, Emirias Call reinlegen. Emirias Call ist ein weißer Zauber. Für 7 Mana kreieren wir 2/4/4 fliegende Engel-Token. Und Nicht-Engel-Kreaturen sind unzerstörbar bis zum nächsten Zug. Sehr, 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 sehr stark. Oder wir können das Ding eben auf der anderen Seite spielen. Auch das vollkommen eine Möglichkeit. Dann ist es ein Land, kommt Enter, spielen wir 3 Leben bezahlen. Und ja, ansonsten macht es Tappen für weißes Mana. Das heißt, wir können es entweder als normales Land spielen, verlieren ein bisschen Leben. Oder wir können es in den Chromox packen. Oder wir können das Ding casten. Und diese Flexibilität liebt man in so Stompy-Decks. Weitere Non-Creature-Spells, wo wir gerade sind, übrigens Non-Creature-Spells, haben wir noch 4 Swords to Plowshares. Surprise! Wir haben keinen Chalice of Void drin. Swords to Plowshares kann man hier in diesem Deck spielen. Man kann auch Chalice of the Void reinnehmen. Dann gibt man ein leicht anderes, mehr Stompy-gelastigere Richtung. Ist vielleicht auch the way to go. In meinem Fall finde ich es nicht gut und ich mag die Schwerter zu Flugscharen einfach lieber. Ist einfach eine Karte, die ich aktuell lieber spiele. Deswegen kein Chalice, dafür Swords. Das könnt ihr austauschen. Dadurch, dass ich kein Chalice spiele, kann ich auch eine andere sehr coole Ein-Mana-Kreatur spielen. Und zwar Esper's Sentinel. Das ist ein Ein-Mana 1-1 Human. Das ist relativ wichtig. Soldier. Der immer, wenn der Gegner den ersten Nicht-Kreaturen-Zauberspruch pro Runde spielt, x Mana bezahlen muss, also Gegner, sonst dürfen wir eine Karte ziehen. Mono-White, Card Draw. Diese beiden Karten können wir nur spielen, weil wir keinen Chalice of Void spielen. Spielen wir dafür Chalice, brauchen wir hierfür was anderes. Ganz einfache Regelung. Dann, ich habe schon gesagt, Initiative. Lang lebe die Initiative. Ich will nur meinen White Plummet wieder haben. 4 Mana, 3/4, Human Warrior. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Und immer wenn wir angreifen, wenn ein Cleric, ein Warrior, ein Rogue oder ein Wizard angreift mit, können wir den auswählen. Er kriegt Schutz vor Kreaturen bis zum Ende des Zuges. Und wir exploren. Exploren heißt, wir gucken uns die Oberskarte unseres Decks an. Beziehungsweise zeigen sie offen vor. Wenn es ein Land ist, nehmen wir es auf die Hand. Ansonsten legen wir eine Besonderheit 1 Mark auf die Kreatur und können dann entscheiden, ob wir die Karte in den Friedhof legen oder nicht. Und das ist schon ziemlich gut.
weil wir damit können wir auch ein bisschen Card Selection betreiben. Super, super coole Karte. Ist unblockbar für manche Dudes. Wir haben nicht so viele Rogues, Warrior, Wizards drin, aber er selber ist ein Warrior, dementsprechend sehr gut. Dann auch eine neue Karte. Coppercoat Vanguard. Humans, ich hab's erwähnt. 2 Mana, 2/2, jeder Human kriegt +1/+0 und hat Ward 1. Jeder andere Human. Und das ist zum Beispiel mit ihm sehr stark, mit Ward oder mit Esper Sentinel, weil der Gegner dann 2 Mana bezahlen muss und so weiter und so fort. Wir haben ein paar Erschlag-Kreaturen drin, die dann 3/1 sind oder 3/2. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist eine überraschend starke Karte. Dann haben wir unseren Cleric. 3 Mana, 3/1 fliegend. Elite Spellbinder. Und wenn er ins Spielfeld kommt, können wir uns die Hand des Gegners angucken. Wir können eine Handkarte davon exilen und solange sie exiliert bleibt, muss der Gegner 2 Mana mehr bezahlen, um sie casten zu können. Und dann haben wir noch 2 Anointed Peacekeeper. Davon kann man auch mehr spielen. Ich habe mich jetzt für 2 entschieden, weil ich den Seasoned Dungeon Aspekt in diesem Deck nicht so wichtig finde, mit dem Cleric. Weil wir nicht so viele Initiative Dudes haben. Haben wir einen 3-Mana 3-3er mit Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel willkommen, gucken wir die Hand des Gegners an. Wir können danach irgendeine Karte ansagen, also auch ein Fetchland oder irgendwas, was im Deck ist. Und Karten, die wieder Gegner casten möchte mit diesem Mana, kosten 2 Mana mehr. Und wenn er Abilities benutzen möchte, die keine Mana-Abilities sind, kosten die auch 2 Mana mehr. Zum Beispiel Planeswalker. Ganz cool, ganz beliebtes Target, so Khan the Great Creator kostet dann 6 Mana zum Casten und 2 Mana zum Aktivieren. Das ist wahnsinnig teuer. Und ja, sehr coole Karte, ist halt, wie gesagt, auch ein Cleric, dementsprechend ein bisschen Synergy und Human. Die nächste Human, meine absolute Favorite Lieblingskarte, Talia Guardian Traven, 2 Mana, 2/1, First Strike. Und Nicht-Kreaturen-Zauber kosten 1 Mana mehr. Wir spielen halt Swords to Plowshares, Chromox und Emiria's Call. Dementsprechend ist das uns egal. Dem Gegner ist es weniger egal und deswegen eine sehr, sehr gute Karte. Ich werde oft gefragt, wie viele nummerierte Karten ich davon aktuell habe. 6. Dann gehen wir weiter. Haben wir noch Talia Erratic Qatar. 3 Mana 3/2, auch mit Erstschlag, auch legendär. Alles sehr, sehr wichtig. Auch Human, leider kein Warrior, sondern Soldier. Aber auch sehr, sehr gut. Und 3/2. Kreaturen und Non-Basic Land vom Gegner kommen getappt ins Spiel. Das ist sehr, sehr stark gegen sowas wie Show and Tell, die dann mit Eile reinkommen wollen, also Sneak Attack. Oder irgendwelche Land-Decks, die dann irgendwie langsam werden. Control-Decks, die dadurch richtig langsam werden. Richtig gute Karte. Richtig, richtig gute Karte. Dann haben wir noch 2 Palace Jailer. Auch hier Human Soldier. Das heißt, leider alles Soldier und keine Warrior. 4 Mana, 2/2. Wenn er ins Spielfeld kommt, werden wir Monarch. Wir exilen eine Kreatur, solange wir Monarch sind. Also auch, wenn er ins Spielfeld kommt. Ist halt ein kleiner Removal, ist ganz nett als Removal gedacht. Monarch lässt Karten ziehen, wir brauchen Karten, dementsprechend spielen wir den 2-mal. Und weiterer Removal haben wir in Form von 4 Solitudes. Eine unserer Nicht-Human-Kreaturen. 5 Mana, 3/2, Flash, Lifelink. Wenn sie ins Spielfeld kommt, haben wir ein Swords to Plowshares, also exilieren wir eine Kreatur. Und der Gegner kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke, oder wir. Swords to Plowshares habe ich gar nicht erklärt, Entschuldigung. Oder wir können halt eine weiße Karte aus der Hand exilieren, statt die Mana-Kosten zu bezahlen, dann wird das Ding aber direkt geopfert. Wir haben es durch die Kreaturen geschafft, wir haben es durch die Non-Creatures geschafft. Gucken wir uns mal die Sideboard-Sachen an, weil Länder haben wir auch schon geschafft. Im Sideboard habe ich so viel lustigen Kram. Ich bin gespannt, ob das jemals outpayt. Bisher schon ganz okay. Vor allem eine der wichtigsten Karten, Emrakul, the Ian's Thorn. 15 Mana, 15, 15, kann nicht gecountert werden. Wenn er ins Spielfeld kommt und wir casten den, also nee, nicht wenn er ins Spielfeld kommt, sondern wenn wir den casten, kriegen wir einen Extrazug. Er hat Schutz vor farbigen Zaubern, er hat fliegend, oder sie hat fliegend, um genau zu sein. Und Annihilator 6, heißt, wenn sie angreift, muss ihr Gegner 6 Permanente opfern. Und wenn er von irgendwoher auf den Friedhof geht, mischen wir unseren Friedhof unser Deck. Die hat mehrere Bewandtnisse. Erstens, Painter ist aktuell ein sehr gut beliebtes Deck. Zweitens, Show and Tell ist ein beliebtes Deck. Und ja, Show and Tell das reinlegen, rechnet der Gegner niemals mit. Gegen Painter das Ding reinnehmen, damit man nicht weggemillt wird, rechnet der auch nicht mit. Ist okay, kann man machen. Ist eine ganz gute Karte. Können wir, glaube ich, gar nicht hardcasten. 15 Mana haben wir, glaube ich, nicht. Dann Fairy Macabre. 3 Stück. Das ist eine 3 Mana 2/2 Kreatur mit Fliegend, die wir aus der Hand abwerfen können, um 2 Karten zum Friedhof zu entfernen. Sogenannte Hand Traps in Yu-Gi-Oh! By the way, damit ihr hier auch mal was mehr lernt. Ja, ist als Handtrap ganz gut, dass man sie abwerfen kann. Man könnte auch die Leyline spielen. Ich finde sie ein bisschen besser als die Leyline in diesem Deck. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob man die spielt, Surgical oder
eben Leyline oder irgendwelche komischen Null-Mana-Artefakte wie die Tormund-Script. Das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Graveyard Hate ihr braucht und was ihr haben möchtet. Ich habe mich dieses Mal für die Fairy Macabre entschieden, weil ich sie dabei ganz gut finde. So, dann haben wir weiteren Graveyard Hate Containment Priest. 2-2 Flash, Non-Token Creature, die ins Spiel kommen und nicht gecastet werden, werden exiliert. Ist sehr gut gegen Graveyard Reanimate, ist gut gegen Show and Tell, ist gut gegen irgendwelchen Switcherinos mit dicken Artefakt-Kreaturen vom Painter, dementsprechend hier sehr, sehr gut. Auch gegen Nakromöben ganz gut oder Reanimate auf meine Tassas Orakel oder so. Ganz gute Karte. Dann spiele ich 2 Blessed Alliances. Blessed Alliances, 2-Mana Instant. Wir suchen uns eins oder mehr aus. Ein Spieler kriegt 4 Leben. Das wären meistens wir. Wir enttappen bis zu 2 getappte Kreaturen. Das ist ein Combat-Trick, den habe ich auch schon benannt. Der ist sehr, sehr cool. Oder der Gegner opfert eine angreifende Kreatur. Gut gegen sowas wie dicke, große Marit-Lage-Token. Außerdem kennt die keiner mehr und rechnet keiner mit. Dann haben wir ein bisschen Artefakt-Hate. Einmal eine Null-Rod. Spieler können aktivierte Fähigkeiten mit Artefakten nicht aktivieren. Die ist gut. Dann ein Kataki War Wage. 2-2-1, alle Artefakte haben, zu Beginn des Abgriebs zahle einen Mana, ansonsten wird das Ding geopfert. Wichtig, unser Chromox gehört auch dazu. Und unsere Nilrod, wenn wir beide draußen haben. Aber ansonsten sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir 2 Lauren of the Third Path. 3-2-1 mit Wachsamkeit. Und wenn es das Spiel willkommen, zerstören mit Artefakt oder Verzauberung. Und wir können das Ding tappen, um eine Karte zu ziehen. Manche Leute würden gegen uns wahrscheinlich sowas reinnehmen, wie ein Top-Orb, aber das juckt uns halt nicht mehr so stark. Dementsprechend, ja, brauche ich lieber die statt das Opferding. Dann haben wir einen Calamity Wake. 2-Mana Instant. Wir exilen alle Friedhöfe. Spieler können keine Nicht-Kreaturenzauber diese Runde spielen und das Ding mit Kopf. Super stark gegen Storm, super stark gegen Graveyard Hate und gegen Spellslinger-Decks und auch gegen Control-Decks und so weiter. Sehr, sehr cool, wenn sie Snapcaster spielen. Spielst du es drauf, könnte ich mehr reagieren. Zack, zack, zack. Voll gut, Turn vorbei. Ist ein Timewalk manchmal. Und dann noch 2 Divining Silence. Für ein weißes Mana. Jeder Spieler kann nur einen Nicht-Kreaturen-Zauber-Runde spielen. Wir haben gar nicht genug, als dass wir die pro Runde mehr als einen Nicht-Kreaturen-Zauber-Spruch spielen möchten. Außer am Sideboard. Aber wenn wir die reinboarden, ist sie gut genug. Ja. Das ist das Sideboard. Es ist wirklich ein cooles Deck. Es ist wirklich ein absolut cooles Deck. Es wäre noch cooler, wenn wir einen White Plummet Adventurer hätten. Ich weiß, ich weine ein bisschen rum und ein paar Leute werden deshalb das Video negativ bewerten. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne meinen Channel abonnieren. Und ja, ansonsten gebt's nicht auf. Ich zeige euch noch, ich habe noch 2 weitere Initiative-Decks, die ich euch zeigen kann. Ein grün-weißes und ein rot-weißes. Ihr könnt mir in die Kommentare ja mal reinschreiben, die Leute, die bis hierher gucken, welches ihr lieber haben wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.